Hallo, mein Name ist Mr. Chaser und willkommen zurück zu meinem Minecraft Let's Play. Letztes Mal haben wir diese wunderbare Eisfarm hier gebaut und dieses Mal wollen wir uns noch mit weiteren automatischen Farmen auseinandersetzen. Insbesondere einer Geflügelfarm, die sind immer ganz schön, weil die vollkommen automatisch funktionieren, aber auch einer einfachen Dorfbewohner-Karottenfarm, wo also die Dorfbewohner für mich die Karotten einsammeln und anpflanzen und mir quasi alle brav abliefern. Das soll auf jeden Fall das Thema der heutigen Episode sein. Und wenn sich noch was anderes ergibt, dann kommt das halt auch noch mit dazu. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Eine Hühnerfarm hat halt den schönen Effekt, dass sie halt einfach nebenbei vollautomatisch halt was zu essen produziert. Oder, was wir eher nutzen werden, etwas, was man an die Dorfbewohner verkaufen kann, um wieder Smaragde zu bekommen. Im Endeffekt stelle ich mir das so vor, dass hier so ein kleiner Hühnerverschlag ist, schön mit Trichtern unten drunter, die alle Eier absaugen, die dann da unten entsprechend halt verarbeitet werden. Ist schon ziemlich industriell das Ganze. Hier hinten hochgeführt werden und in Kisten zur Verfügung gestellt werden, sodass hier einfach ein Fleischer stehen kann und dem kann man das Zeug gleich verkaufen oder man packt es in den Ofen. So, das ist auf jeden Fall der Masterplan. Und ja, jetzt werde ich mal das Terrain ein bisschen vorbereiten. Bevor ich aber allerdings hier die Killkammer und alles Mögliche einbaue, werde ich mir erst noch mal ein paar mehr Eier sammeln müssen, weil halt ich habe, glaube ich, derzeit nur 14 Eier oder sowas. Ja, da werde ich die Farm quasi schon mal als Eierfarm in Betrieb nehmen. Also werde ich als allererstes mal diese Kiste hier platzieren, dann einen Trichter, der da rein zeigt, noch einen Trichter, der oben drauf zeigt und jetzt hier haufenweise Trichter, die in diesen Trichter zeigen. Damit müsste eigentlich alles, was ich jetzt hier runterwerfe, da unten in dieser Kiste ankommen. Dann buddel ich mir vielleicht nochmal einen Zugang dazu, das ist doch ein bisschen angenehmer als halt immer außen rum zu laufen. So, wie gewünscht, 9 weiße Teppiche. Ist mir hier rein und dann mit Shift am besten schwupp, 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 schwupp. So, und jetzt kann man hier auch drauf herumlaufen. Und trotzdem, wenn man jetzt hier was drauf wirft, verschwindet sofort. Sehr schön. Aber hier was oben drüber kann man werfen. Alles klar, das wird doch wunderbar passen. 4 Eier habe ich sogar nur. Oh je. Da ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass da 2 Hühner bei rausspringen. Aber wir werden es mal probieren. 1, nein. 2, nein. 3. Oh, 1 haben wir gekriegt. Sehr schön. Und 4. Naja, dann, ja, werde mal groß. Vielleicht kann ich dich ja füttern. Hier, komm her. Da, füttern, füttern. Na, will nicht wachsen. Na, komm mit. Das Dorf ist gleich da hinten. Dann kommst du in den Hühnerstall. Fast da, fast da. Ach, man sieht, der Monstergraben hält auch Hühnchen fern. Da müssen wir so drüber schubsen. Schubs. So, und jetzt folgst du uns wieder. Genau. Der Hund teleportiert sich eh. So langsam kommt der Betrieb hier hinten mit den Hühnern doch ganz schön in Fahrt. Also es werden ja doch ein paar. Und die Eiertruhe, ja, füllt sich zunehmend schneller. So, also. Die ganze Idee hinter dieser Hühnerfarm ist, dass die Hühner oben Eier legen. Sind ja hier wieder 16 geworden. Die kommen in den Werfer rein. Es wird dann festgestellt, ob der Werfer, also ob hier was drin ist. Wenn ja, schießt er es halt raus auf diese Steinstufe. Und zwar gegen dieses Glas hier. Bop, bop, bop. Und dann platzen halt die Eier und es wird halt ja, ermittelt, ob ein Küken bei rauskommt oder nicht. Jetzt wird hier nämlich ordentlich werden die Eier rausgeschossen. So, jetzt hat sich hier schon ein zweites Hühnchen dazu gesellt und solange die alle noch so klein sind, so kleine Küken, haben die halt noch kein Problem mit dem Wasser. Ja, das Problem kriegen wir erst hinterher. So, ich habe hier mal weitergearbeitet. Und zwar ist die Idee nämlich folgende. Also hier sind die kleinen Hühnerlein drin, die dann ertrinken werden, hoffentlich. Das Zeug wird von den Hoppern eingesammelt, von den Trichtern eingesammelt. Und hier mache ich so einen kleinen Item-Sortierer, der die Federn, da kommen nämlich immer Federn bei raus,
aussortiert und wahrscheinlich so eine, behält so eine Kiste über. Und wenn die voll ist, dann ja, dann soll er es einfach, also den Rest soll er dann vernichten. So, das ganze Fleisch kommt also hier rein in die, in diesen Spender. Ja. Und der hat auch wieder so eine kleine Uhr, dass sobald was drin ist, wird es rausgeschossen und läuft dann hier über so einen Wasserlift nach oben. So, jetzt habe ich doch eine ganze Menge umgebaut. Also, der Werfer für die Hühner, den habe ich um eins verschoben, damit ich das hier ordentlich dicht machen kann, damit die blöden Hühner nicht raushüpfen. Und soweit verhalten sie sich auch recht ruhig, also scheinen nicht rauszukommen. Das ist ja schon mal was. Leider auch noch keins gestorben, aber naja. Dann habe ich halt entsprechend diese Werferuhr hierher gepackt. Habe einen ganz typischen Itemsortierer. Hier sieht man auch so ein bisschen, ja, da ist der Repeater. Habe ich hier eingebaut, der also die Federn aussortieren soll. Da sterben sie als... Und das kommt nicht runter, ne? Das wäre super. Das funktioniert ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann muss ich da noch mal ein bisschen nachdenken. Und weil alles überhaupt nicht richtig funktioniert hat, habe ich es noch mehr umgebaut. Also hier war es jetzt so, dass die Hühner zwar hier gestorben sind im Wasser, aber die Items alle hier oben liegen geblieben sind. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen fließt jetzt ein Wasserstrom hier runter und fällt direkt hier in meine Hopperlinie. Das Problem ist vielmehr, dass, also das funktioniert soweit, die kommen auch hier unten dann in dem Sortiertrichter an, aber, ach, da hat man es gerade gesehen, ja, vielleicht sieht man es ja gleich nochmal. Die kommen also auch unten in dem Sortiertrichter an, allerdings manchmal hüpfen sie auch nebendran vorbei. Ah ja, hier gleich drei, ja, sehr schön. Das hier ist das Rätselslösung. Man muss einfach nur einen festen Block über die Hühner setzen. Sobald die dann wachsen, ersticken die in den Block, die Items fallen hier unten drauf und werden hier durchgezogen und hier unten dann sortiert. So, das heißt, diese Farm funktioniert jetzt eigentlich soweit ganz prima. So kann man sich auch gleich merken, man kann jede beliebige gebratene Hühnerfarm in eine rohe Hühnerfarm verwandeln, indem man einfach den Lava-Block hier mit einem... ja, nicht transparenten Block ersetzt. Ich habe jetzt auch für den Metzger quasi, habe ich hier ein schönes Gebäude gebaut. Hier hinten sind auch immer noch die Hühner, ja, kann man gut sehen. Hier habe ich dann die Familie Holsen, also Sander und Alma Holsen untergebracht. Die kaufen halt hier Zeug, oder kaufen halt die rohen Hühnchen gerne mal an. Und die ganzen rohen Hühnchen werden also hier... Hier kommt der Wasserlift hoch, werden sie hier drin gesammelt. So, diese Farm produziert auch jetzt hier schon fleißig rohe Hühnchen und so. Und die kann ich dann entweder selber zum Essen brauchen, aha, oder werde sie halt einfach an die Holzens verkaufen und dadurch dann Smaragde kriegen. Sehr schön, abgeschlossen. Um die Lust der Dorfbewohner auf Smaragde zu befriedigen, habe ich beschlossen, hier doch mal eine kleine automatische Karottenfarm zu bauen, mit der halt die Dorfbewohner hier immer Karotten anbauen und ich die quasi einsammle und hinterher dann für Smaragde an einen Farmer verkaufen kann. Das ist auch, kenne ich, eine ganz einfache Farm, die werde ich jetzt auch mal hier aufbauen. Und zwar fängt die damit an, dass hier unten eine Truhe hingestellt wird. Das ist quasi die Truhe, die später... ja, die Ergebnisse enthält. Truhe. Da führt ein kleiner Trichter hinein. Trichter. So, auf diesen Trichter, also es kommen hier noch weitere Sachen mit dazu. Also einen Werfer brauche ich, Beobachter brauche ich, den polierten Granit benutze ich ja immer, um meine Redstone-Sachen zu kennzeichnen. Also, hier an diese Stelle möchte ich einen Beobachter setzen, der quasi dieses Feld hier nebendran beobachtet, in dem Sinne. So, der gibt seinen Output weiter, also wenn der einen Stromschlag kriegt, einen Redstone-Impuls gibt, dann gibt er den an diesen Block
Und das wird hier dann gleich weitergeleitet. Jetzt kommt nämlich erstmal der Punkt, und der ist so ein bisschen, ja, wenn man so will, die kritische Aktion der ganzen Geschichte. Da brauche ich auch noch einen Kolben für und einen Redstone-Block. So. Damit das also hier soll dann ein Stück Farmland draufgesetzt werden. Kann ich hier gleich mal. Also hier soll ein Stück Farmland draufgesetzt werden, das quasi immer gespült wird, sobald ein Dorfbewohner hier was drauf pflanzt. Und um dann das, was da weggespült wird, quasi abzuholen, benutze ich eine sogenannte Trichterlore, die auf diesem Trichter hier sitzt, denn der Trichter selbst schafft das sonst nicht. So, den kann ich hier einfach draufsetzen. Und damit das jetzt alles passt, so, mache ich das weg. Jetzt habe ich ja auch meine Schiene zurück. So, jetzt ist natürlich kein Farmland hier davor, deswegen setze ich jetzt mal ein Stück Erde hier oben drüber und den Kolben hier oben drüber. Und wenn ich jetzt den Redstone-Block hier dran setze, wird das hier reingeschoben, wunderbar. Die Fackel braucht man dann nicht machen. Und jetzt ist das quasi hier alles drin verborgen. So, dann kommen als nächstes polierte Granitteile hier dazu. Hier brauche ich was anderes, damit ich noch weiterhin aus der Truhe entnehmen kann. Dann nehme ich mal hier einfach Bruchsteinstufen und baue die hier dran. Denn hier, nope, wo ist das? Ach, seht ihr, so schnell geht das. Wird schon eingezogen von dem. Bin ich jetzt hier unten drin. Ja, weil halt eine Trichterlore hat eine viel größere Reichweite zum Einsaugen. Aber gut, wie dem auch sei. Kommt hier ein Werfer hin. Der soll dann ja entsprechend Wasser verteilen. Das hier kann ich zumachen. Das kann ich zumachen, ja, das stimmt. Zumachen. So, und jetzt ist es so. Hier mache ich mal ein bisschen Fichtenbretter. Hier kommt Wasser rein. Oh, wo ist bis zu Wasser? So, und das hier kann also zu Farmland werden. Und sobald ich also, jetzt brauche ich schon wieder mehrmals Wasser. Und, bam, 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 bam. Hole ich mir etwas mehr Wasser. Sobald der Beobachter jetzt nämlich hier etwas detektiert, ja, bin ich wieder beim Detektieren. Quasi eine Veränderung dieses Felds, wie beispielsweise, wenn was gepflanzt wird. Das kann ich ja direkt mal ausprobieren. So. Also, wenn jetzt etwas gepflanzt wird, passiert noch nichts. Weil, aber ihr seht schon, es wird hier direkt eingezogen. Richtig, es passiert nichts, weil hinten noch die Verkabelung fehlt. Also grundsätzlich sieht die Verkabelung, oh Mann, einfach Händestaub. Sieht die Verkabelung vor, dass sobald der hier Saft kriegt, dass er den aktiviert. Der muss dann aber auch wieder zurückziehen. Das heißt, wenn ich das einfach so laufen lasse und pflanze jetzt hier was an, ja, werdet ihr sehen, dass das Ganze halt in einer Schleife endet. Weil immer wieder erkannt wird, oh, da tut sich ja was und deswegen kommt der Werfer nie aus dieser Schleife raus. So, deswegen muss ich warten. Muss den Werfer quasi lang genug bepowern, dass der Observer oder der Beobachter hier seinen zweiten Tick machen kann. Und deswegen baue ich hier diesen Verstärker ein. Verstärker, den setze ich mal einfach ein bisschen höher. Und lege hier nochmal extra Redstone. Und jetzt probieren wir es nochmal aus, was passiert, wenn ich was pflanze. So, wird es nur kurz geflutet. Abgezogen. Und auch gleich wieder eingeholt. Kleines Update, um hier überhaupt meinen ganzen Aufzug unterzubringen, musste ich das Redstone hier etwas kompakter machen und so funktioniert es also auch wunderbar. Quasi hier direkt rein und in einen Block, der dann hinter dem Werfer steht, so kriegt man auch die gewünschte Funktionalität hin. So, der Spender ist jetzt hier in der Ecke, der Wasseraufzug reicht hier hoch, das ist schon mal alles wunderbar. Jetzt mache ich hier hinter die Uhr, die steuert, also quasi den Teil, der steuert, dass der Bursche auch immer was auswirft. Hoffen wir, Finger gekreuzt. Müssten jetzt zwei hier drin auftauchen. Ja, sehr cool. Na, das freut mich doch. Das ist doch mal hervorragend. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
So, und hier habe ich auch die zwei Pächter des neuen Farmlands, nämlich einmal Judith Hagensen und Bernd Hagensen. Du, Bernd, wirst das Feld bestellen und du, Judith, wirst als Verkäuferin zur Verfügung stehen. So, nur um die Arbeitsteilung mal ganz klar zu machen. Euch schaffe ich jetzt darüber. Also Judith ist jetzt hier startklar und Bernd ist auch startklar. Der macht aber aus irgendeinem Grund noch nichts. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen beobachten, ob der jetzt hier auch anfängt ordentlich zu ernten oder was das hier wird. Naja, dann schauen wir mal. Erfahrungsgemäß gab es immer ein bisschen... Na, und jetzt pflanzt es dort drüben. Ja, schön ernten, wunderbar. Und jetzt kannst du es gleich da drüben einpflanzen. Tu es, Bernd. Na gut, ernten nehme ich auch erstmal. Ja, und jetzt... Ach, hervorragend. Es funktioniert. Sehr schön. Kommt her, ihr Karotten. Jetzt müssten ja auch alle hier oben landen. Ach, ist das fantastisch. Ist das fantastisch. Bernd Hagensen hier ist auch fleißig am Abernten. Allerdings hat er hier die Angewohnheit, hier hinten die Reihen stehen zu lassen und hier vor allen Dingen nicht ordentlich nachzupflanzen. Meine Vermutung ist, dass das was mit dem Radius des Dorfs zu tun hat. Also ich habe sowas in der Vergangenheit immer wieder mal erlebt, wenn ich solche Farmen in einem Dorf eingebaut habe. Ich gehe davon aus, dass wenn ich den Villager Breeder ausschalte, dass sich das dann hier relativiert und dann wird er hier das ganze Feld bestellen. Aber ist auf jeden Fall etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, dass die Arbeit der Farmer quasi beeinflusst wird davon, ob sie im Dorf sind, wie der Radius ist. Ich habe es noch nicht ganz genau ausklamüsert, deswegen habe ich noch kein Infovideo dazu erstellt. Was für ein Haufen Zombies. Ja? Da werde ich mir mal irgendwas einfallen lassen. Vor allen Dingen muss ich sicherstellen, dass meine Dorfbewohner alle sicher sind. Ja, ich habe da so Idee. Teil 1 des Masterplans ist jetzt hier eine schöne Grube rund um den die Dorfmauer zu bauen. Der nächste Schritt ist, überall Falltüren zu setzen, um die zu öffnen. Wenn eine geöffnete Falltür hier ist, dann raffen Monster nicht, dass sie hier nicht drüber gehen können und latschen also hier ohne mit der Wimper zu zocken rein. Und den Effekt wollen wir ausnutzen. Dann die Monster also hier in diesen Graben locken. Na, das sieht doch schon mal ganz gut hier aus. Ja? Hier sammeln sich doch die Zombies unten drin. Ja, sehr schön. Genau hier will ich euch haben. Der nächste Schritt ist Schienen verlegen. Ich habe dazu von meinem Mineneingang, das befindet sich im Haupthaus, habe ich mal einen kleinen Durchgang in diesen Graben gegraben und werde also hier dann eine entsprechende Entladestation machen. Der nächste Schritt ist ein bisschen tricky. So, ich möchte jetzt hier Magma-Blöcke reinsetzen. Magma-Blöcke geben aber selbst Licht ab und das ist ja eigentlich nicht erwünscht. Von daher können wir mal gucken, das ist Magma-Block, man sieht jetzt aber nicht... Ah, doch, 3 Block. 1 Block. Ah, der gibt nicht viel Licht ab, sehr schön. Das heißt, ich kann mich hier... Tagsüber kann ich mich austoben, die Magma-Blöcke zu setzen. Man muss nur aufpassen, anscheinend dann mit künstlichem Licht, wenn man das setzt, dass die Magma-Blöcke das nicht aufnehmen und auf einmal ganz hell leuchten. Wenn das passiert, kann man sie übrigens mit einem Kolben verschieben, dann werden sie wieder runtergesetzt. Aber, naja, ich setze jetzt das hier erstmal alles voll mit Magma-Blöcken, damit hier auch die Monster ordentlich sterben, wie es sich gehört. Ja? Ordnungsgemäß quasi. Ich habe jetzt mal eine Empfangsstation gebaut. Hier ist also die Trichterlore, die sitzt hier auf einem Trichter, wo sie abgezogen werden kann. Und so lange was hier durch den Trichter geht, ist hier oben die Redstone-Fackel aus und dann bleibt das Ding auch stehen. Wenn diese Redstone-Fackel angeht, also das heißt, dieser Block keinen Saft mehr hat, dann fährt sie wieder los. So, das heißt, das wäre eigentlich zum Einsammeln ganz praktisch, weil ich möchte ja nur einsammeln und dann soll sie wieder losfahren. Jetzt ist allerdings so, dass Loren in Bewegung, wenn sie entladen haben, gern mal verschwinden. Also das ist nie so ganz Joker. Deswegen möchte ich nicht, dass die permanent fährt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, gerade bei der langen Strecke, dass ich irgendwann weglaufe und die Trichterlore verschwindet.
Deswegen habe ich noch einen alternativen Startmechanismus eingebaut. Das Ziel ist quasi, dass diese Lore in der Nacht alle 2 Minuten lang oder ja, mal startet, alle 2 Minuten. So. Und um das zu machen, habe ich hier oben einen Nachtsichtsensor eingebaut. Das ist also einfach ein Tageslichtsensor, einmal rechts geklickt ist ein Nachtlichtsensor. Das heißt, wenn es Nacht wird, gibt der Energie ab und irgendwann, oder wenn es Tag ist, ist halt hier eine sogenannte Etho Hopper Clock, also von einem Menschen namens Etho erfunden, die also einem erlaubt, etwas größere Zeiträume abzumessen. Die ist gesperrt, solange diese Redstone-Fackel aktiviert ist, die dann, ja, wenn der Nachtlichtsensor genügend Energie abgibt, wieder entsperrt wird. So, was passiert denn hier? Hier haben wir also eine Menge von Items. Genau, ja, diese Menge, die brauchen ca. 2 Minuten, um in diesen Trichter zu wandern. So, damit wird dieser Trichter dann leer. Damit hat der Komparator hier kein Signal mehr. Und jetzt verzettel ich mich gerade. Nein, eigentlich ist es so, dass dadurch, dass dieser Trichter leer ist, dieser Komparator kein Signal mehr hat, müsste sich eigentlich dieser Kolben zurückziehen, den Redstone-Block mitnehmen, der sperrt damit diesen Trichter, das heißt, er kann es nicht wieder zurückschubsen, alle Items fließen von diesem Trichter in diesen Trichter und das Spielchen wiederholt sich, wenn quasi dieser Komparator merkt, dass der Trichter leer ist, dann zieht er seinen Kolben wieder ein und dann kann also geht das Spielchen hier weiter. So kriegt man dann alle 2 Minuten hier entweder ein An oder ein Aus. Also alle 2 Minuten wird das hier eingeschaltet oder ausgeschaltet. Dann habe ich hier einen Beobachter, der kriegt das mit. Sobald dieses Redstone hier aktiviert ist oder deaktiviert wird, gibt er ein kurzes Signal ab. Das wird verlängert, schaltet diese Redstone-Fackel aus, damit hat dieser Block keinen Saft mehr. Die Redstone-Fackel geht an, die Hopper, die Trichterlore fährt los und so wird halt alle 2 Minuten, immer wenn dieser Redstone-Block die Position wechselt, wird dann die Trichterlore losgeschickt. Und das Ganze nur bei Nacht, weil tagsüber ist das Ganze gesperrt. So. Das Ganze geht hier dann in eine kleine Truhe rein. Man sieht auch schon, es kam auch schon ein bisschen was zusammen. Es verirren sich immer mal andere Mobs rein, aber hauptsächlich Zombies. Und so unter uns, so besonders ergiebig ist das Ganze jetzt nicht. Also das hat den Aufwand eigentlich nicht gelohnt. Das muss ich noch ein bisschen irgendwie in die Welt mit einbetten, warum das dann so ist. Aber das hier ist also die Abholstation. Um die Sammelkraft meiner kleinen Mobfalle hier etwas zu verbessern, ist mir eine tolle Idee gekommen. Nämlich Wachtürme. Ich habe mir gedacht, ich kann doch einfach die Blackouts nehmen, die Schmiede, ja, und sage, das ist die Dorfwache. Und so haben wir hier dann die Wacht oder den Wacht Hallgrim Worsen. Du, mein Bester, wirst hier das Dorf beschützen, indem du von diesem Wachturm aus diese Fläche beobachtest, wo haufenweise Zombies spawnen, die dich fressen wollen. Na? Das findest du super, gell? Ja, man merkt richtig, wie du dich freust. Ich baue jetzt mal die Linie da nach oben, so dass ich dich dorthin transportieren kann. So, mein Freund, dann geht's jetzt los für dich. Ich muss dich in die andere Richtung drehen. So, so. Und Start. Zack. Hier hoch, weiter oben drüber. Ja, sehr schön und kommt auch an. Hervorragend. Sehr schön, Hallgrim. Du wirst hier also gut deine Arbeit erledigen und Monster anlocken. Keine Angst, du wirst nicht der einzige Aussichts- oder Wachturm bleiben. Kurz vor Sonnenaufgang von hier draußen sehen die Wachtürme auch gut aus. Ha. Damit ist meine Zeit für die heutige Episode leider zu Ende. Wir haben ja doch einiges geschafft, haben jetzt hier einige automatische Farmen in dem Dorf, die also schön Produkte erzeugen, während wir hier andere Sachen machen, wie beispielsweise das Dorf verschönern, das mache ich allerdings off-camera, und vor allen Dingen auch zu gucken, welche Dorfbewohner man nun kriegt. Wir suchen ja welche mit bestimmten Handeln und ja, da muss man ja immer wieder durchgucken, ob man die richtigen noch hat.
Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal vielleicht schon hier das Dorf abschließen kann, so dass wir hier auch fertig sind. Aber das müssen wir dann sehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und verbleibe euer Mr. Jacer.